Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Sims 2. Ja, hier sind unsere beiden frisch Eingezogenen in dieser kleinen Hütte. Wir haben hier die Familie Thorsten, Traumtänzer und noch Sandra, Wandervogel, die ich ja jetzt hier gemeinsam habe einziehen lassen. Ich habe hier schon eine kleine Veränderung gemacht. Ich bin hier schon reingegangen und habe mal, die Auffahrt fürs Auto, die Zufahrt, so heißt das, hier schon mal mit reingemacht und habe um das Haus, also das Haus war ursprünglich, ja, ich sag mal das eigentliche Haus, habe ich schon mal das Fundament nochmal erweitert. Ich fand es eigentlich ganz lustig mal, das nach hinten zu machen, das Haus, weil meistens, ja, habe ich hier vorne das Haus stehen. Und ich fand es jetzt einfach mal wirklich interessant, es wirklich mal nach hinten zu verfrachten. Das Haus werde ich jetzt gleich auch abreißen, weil so können wir es einfach nicht lassen, sondern wir machen das natürlich größer. Und also das sind nochmal die beiden. Ja, das ist der unser Thorsten. Thorsten war es. War ja einer der Zwillinge, der Traumtänzer. Also unser Thorsten und das hier ist die Sandra Wandervogel, die hier eingezogen sind. Ja, hier ist sozusagen der Umzugslastwagen, ja, der ist hierher gekommen und hat deren Sachen hier reingebracht. Das sind die Sachen, die sie ja mitgebracht haben vom Zuhause sozusagen. Das eine oder andere können wir vielleicht noch verwerten oder gebrauchen und anderes werden wir vielleicht verkaufen, um eher neue Sachen zu kaufen. Wir haben relativ viel Geld mitbekommen und das hat hauptsächlich Thorsten mitgebracht. Immerhin hat er, ich sag mal, auf das Haus verzichtet und da hat er halt ein bisschen was mitbekommen. Ich zeige euch nochmal ganz kurz das eigentliche Haus. Ja, das war eigentlich nur so eine kleine Hütte mit einem kleinen Raum und hier so eine kleine, ein Badezimmer war es wahrscheinlich. So, ich gehe jetzt aber rein. Also das wird jetzt, ich denke mal, reines Bau. Mir fehlen die Worte. Nein. Ein reines Bauvideo wird das werden. Das Dach sollten wir vielleicht mal erstmal entfernen komplett. So. So, jetzt beginnen wir hier. Wir brauchen noch eine kleine Treppe, aber die machen wir vorne dran, würde ich mal sagen. Also einmal rundherum. Einmal hier rum. So. Halt hier noch was zumachen. Schließen. Ich mache mal das Bett hier weg. Das steht mir jetzt gerade mal ein bisschen im Weg hier. Das Ganze hier. Ja. Dieses Haus findet ihr übrigens in Schönsichtigen. Es ist irgendwo weiter hinten. Ich habe es ein bisschen weiter vorgeholt. Also diese Hütte, es ist ja definitiv nicht wirklich ein Haus, ne? Ich setze nochmal ein Fundament vorne dran. Ich muss mich hier konzentrieren. Das wird unser kleines, warum geht denn hier vorne ganz mehr? Okay. Seltsam. Manchmal weiß ich auch nicht, warum das da zum Beispiel nicht geht. Baugrenze überschritten. Na ja, gut. Reicht das so, wenn ich das so geradeaus reingehe? Oder hätte ich lieber von der Ecke reingemusst? Oh, warte. Wenn es noch passt. Nee, es passt aber nicht. Okay. Egal, na dann gehen wir geradeaus einfach da rein. Das wird passend gemacht. Wir nehmen was Grünes. So. Zack. Und nochmal hier. Mit einem Gang. Dann nehmen wir eine Tür. Und ich hätte vielleicht heute ausnahmsweise mal gerne eine große Tür. Das habe ich seltenst eigentlich in meinen Häusern hier. Eine Tür fürs Auge oder was war das? Was ist denn das für eine Tür? Ach Gott, ach Gott.
Könnte ich mal ein Schloss bauen, echt, ey. Das sind... Die haben alle Glas drin. Das kann ich, glaube ich, noch nicht. Ja, hier. Was? Was? Blau. Blau. Grün, habe ich ja gesagt, nehme ich, ne? Aber das ist doch kein Grün. Aber die nehme ich jetzt. So. Natürlich muss ich jetzt erstmal überlegen, wie mache ich das jetzt hier so? Was wird es geben? Wir gehen rein und dann wird es eine Wendeltreppe nach oben geben. Ja, so eine Holzwendeltreppe. Nee, die nicht. Holz. So. Warte mal. So. Ein bisschen weiter vor. So, wenn ich jetzt hier hochgehe und dann komme ich hier oben raus. Reicht mir der Platz oder mache ich den eins weiter hinter? So. So, besser. Dann, hier oben mache ich meistens, dass es einfach passt. Also wir machen wirklich gleich zwei Stockwerke, wobei ich die zwei Stockwerke nicht gleich, ja, wie soll ich sagen, voll besetzen werde. So reicht das. Also hier oben werde ich erstmal noch nichts reinmachen. Das dient definitiv einfach nur, dass wir schon mal zwei Stockwerke haben. Und eine Etage höher, dann brauchen wir noch ein Dach. Warte mal. So, hier mal. Das. Das Dach. Das Dach. So ein Dach. Oder so ein Dach. Ich glaube, das gefällt mir am besten. Ja, das Dach nehme ich auch. Und dann brauchen wir unsere Fenster. Da bin ich mir natürlich noch gar nicht so hundertprozentig sicher, weil ich noch nicht so weiß, wo welches, wo was so reingehört. Aber das kriegen wir auch noch. Warte mal, ich hätte mal gern heute was Größeres. Wie groß ist das eigentlich? Okay. Warte mal. Das habe ich nämlich noch nicht genommen. Ach, warum ist es denn jetzt kein Grün dabei? Na gut. ja, ich wollte das nicht Dings, aber in Dings will ich's, ne? Nee, das mache ich hier rein. So, das ist so ein bisschen für den Treppenaufgang. Haben wir schöne große. Und oben auch nochmal. Ja, komm, das mache ich hier oben auch nochmal rein. Okay, was haben wir denn da? Der Lärmschlucker. Was ist denn das? Ach du Schande. Ach, das können wir doch unten reinmachen. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Die hier mit dem dunklen dann im Bauch. Geht das nicht? Warum nicht? Muss er da, das ist doch eine Wand. Göttchen. Na also, geht doch. Ja, super. Hey, cool. Von vorne ist es toll. So, dann. Ich wollte echt mal hier gucken, dass ich andere Fenster nehme. Solche, die ich noch gar nicht kenne. Was ist denn das? Das ist aber auch ein Riesenfenster. Nee, das ist, glaube ich, das kommt auch nicht so gut. Ah, das da. So. Ich muss echt mit den Farben. Ich muss doch ein blaues Haus draus machen, oder wie? Weil das habe ich echt auch noch nicht ausprobiert. Muss dann eine Wand platziert werden. Ja, ich weiß, das ist doch eine Wand. Aber irgendwie wegen der Einfahrt scheint das hier irgendwas nicht zu funktionieren. Aber an die Seite könnte ich es machen. Oder nach hinten raus, komm. Bin mir zwar noch nicht sicher, was das für ein Zimmer sein wird, das dann so aussieht. Vielleicht die Küche? Na, ich bin mal gespannt. Ich bin, naja, egal. Wurscht. So. Dann. Tja. Was für eine Farbe habe ich denn da jetzt eigentlich? Die da?
Jo. Okay, ich nehme jetzt einfach mal. So. Und oben auch. Oh. Dann ist das ja verkehrt rum. Komm, so rum. Genau. Und andersrum. So, perfekt. Und unten. So rum. Dann haben wir hier noch. Ich werde natürlich dann eben halt die Fenster dementsprechend noch ein bisschen hin und her schaukeln müssen. Dann vielleicht mal schauen. Halt. So. Ich weiß natürlich noch nicht, wenn das jetzt das Bad ist, ob ich das zum Beispiel lassen würde. Oben. Genau. So. Und hier an die Seite. So. Upsa, das war verkehrt. So, dann hole ich mir das gerade nochmal. Komm schon, so. Und das drehe ich nochmal gerade rum. Das muss doch auch nochmal, warte mal. Und muss ich das rausdrehen? Das mag irgendwie nicht so wirklich, wie ich will. Ach komm schon, geh mach. Mach halt. Krass. Ich mag echt nicht. Hey, geh doch mal einfach andersrum. Okay, ich gehe mal von innen rein. Manchmal hilft das. Man könnte natürlich auch sagen, hey, ich möchte den Schmuck hier innen haben. Aber ich wollte ihn außen haben. So, na also geht doch. Okay, dann gehen wir mal rein. Und dann müsste ich eben mal hier festlegen, wo macht man denn was hin. Wenn man jetzt hier reinkommt, dann könnte man hier die Küche eigentlich hier hin machen, ne? Was haben wir dann hier? So einen kleinen Eingangsbereich. Oder vielleicht mache ich dann das Essbett, Essbereich hin. Oder dann hinten, da hinten rein. Kann ich dann eigentlich da was reinstellen? Finde ich echt cool, das Teil. Das finde ich echt cool, das Teil. Wirklich. Und wo ist das dann, das Wohnzimmer? Und wo das Badezimmer? Okay, das Badezimmer. So, warte mal. Das mache ich mal gerade hier so. Achso, wegen dem Fenster. Warte. Das Fenster, das sowieso nicht wollte. Ich mach mal das hier so nebendran. Das kann ich nämlich noch sowieso noch ändern. Hier machen wir ein kleines Bad. Lasse ich das offen erstmal und mache später die Dinger rein. Also unten kommt Küche, Bad und so weiter. Und oben wird das auch noch mal ein bisschen abgekapselt. Denke ich mal. Jupp. Wobei, das ist Flurbereich vielleicht dann doch noch. Da machen wir ein großes Bad hier. Großes, schönes Bad. Wobei, vielleicht mache ich da mal so. Warte mal, ich mach mal. Ja, einmal Bad und einmal WC. Da nach hinten raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. So, dann hier nach hinten raus. Ah, das ist jetzt doof. Weil das hier direkt da dran liegt. Okay, das mache ich dann doch wieder weg. Warte mal. Das ist doof. Warte. So was Doofes. Okay, dann mache ich hier mal gerade. Und. So, jetzt aber. Dann mache ich hier ein kleines Bad rein. Da
Das ist aber echt ein Minibar dann. Nee, komm, das können wir doch dann jetzt ein bisschen größer machen. Ups. Ja, nein. Ich kriege immer weniger zurück. Ach, Mist, Digga. Ich kriege echt immer weniger zurück hier. So, das ist einmal ein Zimmer. Ja, das andere können wir ja noch. Das ist das Schlafzimmer, oder? Warte, so, das hole ich jetzt mal das Bett hoch. Kein Baum ins... Das Bett wollte ich hochholen. Ach Gott, das passt noch nicht mal. Ist jetzt unser Ding so groß? Das ist ja echt doof. Shit. Das ist ja doof. Ich dachte, dass... Weil da komme ich auch nicht vorbei hier. Wenn ich das jetzt so hinstelle. Aber wenn ich das so hinstelle, dann komme ich vorbei, ne? Jo, dann komme ich nach hinten schon vorbei. Okay. Also ich habe mir auch so erstmal vorgestellt, warte mal, das können wir ja verkaufen. Wir brauchen nicht nochmal ein Bett. Und das können wir auch verkaufen. Und ich habe mir halt echt einfach erstmal vorgestellt, kann ich auf Wände? Na, eins weiter hinten? Hä, das ist doch keine Wand. Verstehe ich nicht. Was ist denn das? Ja, ich will es ja auch nicht auf die Wand machen, aber ich will es auch nicht mitten ins Zimmer machen. Also, sag mal. Hä? Das steht doch mitten im Zimmer jetzt so. Also, das habe ich jetzt auch noch nicht so gehabt, ey. Probiere ich mal hier das aus. Das ist ja im Grunde das Gleiche. Aber es geht auch so. Ich glaube, ich brauche neue Sachen. Das ist ja jetzt echt doof. Mann. So. Dann machen wir erstmal die blauen Schränke hier und das mache ich mal erstmal gerade mal runter. Ich weiß noch nicht, wo genau jetzt unser Wohnzimmer sein wird, aber ich stelle das schon mal irgendwie so ein bisschen da rein. Wobei das nicht an die Wand. So, das hier an die Wand. Das verkaufen wir, das ist so ein Billigding. Wo haben wir den Schreibtisch? Den da. Hier so Schreibtisch. Ein Schreibtisch reicht eigentlich ja auch. Dann verkaufen wir den hier auch nochmal. Ups. Das hier machen wir mal gerade nochmal kurz ins Schlafzimmer, dass hier ein bisschen blau betucht ist. Das hier. Was habe ich denn da? Oh Gott, habe ich das bei ihm mitgenommen? Du Schande. Das Teil habe ich mitgenommen. Wem gehörte das denn? Das gehörte der Mama. Ach du Schande. Das ist so ein, eigentlich so eine Laufbahnbelohnung für Journalisten. Das gehörte Shakira, der Mama von Sandra. Mist, na egal. Ist halt so, ist halt passiert. Ja, komm. Die Mama hat sie mitgegeben. Jo. Wo wir malen, weiß ich noch nicht. Das können wir eigentlich mal draußen vor der Tür erstmal lassen. Und dann fehlen mir noch meine zwei. Jo. Also ich glaube, das wird noch was Längeres werden hier, bis ich das alles haben werde. Und da werde ich, ja, ich weiß nicht, wollt ihr mich mir dabei zugucken? Ich muss es ja so oder so machen. Ja, das nächste wird dann einmal die Küche werden. Küchentheke, Kücheninsel, Küchentheke. Warum ist denn da ein Unterschied? Ist da ein Unterschied? Ah ja, okay. Da ist ein kleiner Unterschied von dem Ding her. Ja, welche Farbe möchte ich denn gerne haben? Blau, gelb,
Weiß mit Grün. Die nehme ich. Und oben drüber. Sieht eigentlich ja, nicht unbedingt super schön aus, deswegen nehme ich es auch. Ja, also, es muss nicht, ja nicht immer mein Stil sein. So, was mache ich denn den Dingen? Decke das mit dem hier, ne? Oh, also ich muss es rumdrehen. Drei. Ach Gott, wie süß sieht denn das aus? Warum geht das nicht, dass das zusammenhält? Komisch, oder? Oh, ich muss mal gucken, ob das dann irgendwie... Ach Gott, andersrum. So. Schade. So. Dann brauche ich noch... Ja, so gewisse Sachen halt. Wie einen Kühlschrank. Da passt doch der Orange, oder? Soll ich Orange oder Gelb nehmen? Gelb? Ich nehme den Orangen. Orange habe ich sonst noch nicht. Dann der hier an, auch in Orange. Oh, das hätte ich jetzt gerne. Sag nicht, dass es den nicht in Orange gibt. Hä? Ach komm. Ich will keinen Grill. Ich will... Ist es der hier jetzt oder was? Das ist ja doof. Ja doch, das ist der sogar. Eieiei. So. Dann gibt es hier mal eine Kaffeemaschine. Kaffee Deluxe. Gibt es die auch in anderen Farben? Mikrowelle in Orange. Hier außen. Mikrowelle, Küchenmaschine, Fruchtliebhaber. Einen Toaster. Toaster in Orange. Und eine Kaffeemaschine will ich doch haben. Hier, da ist mir eine Kaffeemaschine. Die auch natürlich in Orange. Wer hat es gedacht? Dann brauche ich noch eine Spülmaschine in Orange. Die spült hier hinten sowohl einen Müll-Ninja. Den mache ich hier rein. Genau. Super. Auch in Orange. Okay, dann brauche ich hier noch hier so ein Teil noch drin. Das wäre natürlich was Tolles, wenn es auch ein sowas Ähnliches gäbe wie Orange. Sowas wie das vielleicht. Ja, das passt doch ganz gut. Ja, der passt doch. Und dann brauche ich noch hier meinen... Yep, okay. Und ich brauche Stühle, die nach Möglichkeit auch irgendwie passen. Was ist denn das? Nee, gehen ja gar nicht. Mal gucken, was ich da so an Möglichkeiten habe. Der hier passt doch ganz gut. 1, 2, 3. Das wird auch momentan einfach erstmal unser Esstisch sein. Ich glaube, ich kaufe jetzt keinen Esstisch noch großmächtig irgendwie dazu. Ja, das ist eine riesige Küche, fällt mir gerade so. Okay, wei, 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 wei.
ist wirklich eine ganz schön große Küche eigentlich, ne? Kann ich denn jetzt eigentlich Sachen hier hinten reinstellen? Ach nee, es geht anscheinend nicht. Ich probiere nochmal. So, was wird das? Oh doch. Solche Sachen kann ich wiederum dann reinstellen. Sowas nicht, aber sowas schon. Sowas wie die Katze, die kann ich hier reinstellen. Ein paar Fotos vielleicht wahrscheinlich kann ich auch noch reinstellen. Mhm. Und ein paar Bücher. Sowas. Sehr schön. Na, das ist doch toll. Okay. Aber so ganz gefällt es mir noch nicht, muss ich gestehen. So, ich gehe mal. Ich muss das mal gerade mal wegmachen. Ich bin gerade noch ein bisschen am Überlegen, wie man es am besten macht mit der Küchenzeile und. Ach, komm schon. Und dass es dann letztendlich momentan erstmal unser Tisch sozusagen auch ist. Und vielleicht macht man lieber dann nochmal eine Küchenzeile hier hin. Statt. Warte, so, das da. Insel. Das und das. Andersrum. Chris. So. Und das verkaufe ich nochmal. Dann mache ich den Toaster hier hin. Das verkaufe ich. Und. Also Mikrowelle war es jetzt. So, und das. Ach Gott, die muss ja auch noch irgendwo rein. Die passt da nicht rein. Ah, aber welche da hinten passt auch noch. Da kann ich das doch noch hinstellen. Genau, und dann mache ich das doch lieber da nach hinten auch. Ja. Und dann kann ich hier so direkt reingehen. Und dann ist das im Endeffekt mein, meine Küche. Okay, na gut, dann brauche ich hier noch eigentlich ein Wohnzimmer, ne? Das heißt, ich bräuchte ein Fernseher. Nicht den Riesenfernseher, aber schon schön den Fernseher vielleicht. So. Und den, das da gegenüber. Ist das gegenüber? Ja. So, das ist momentan halt eben, weil sie es haben, das ist ein bisschen zusammengestückelt. Das wird sich aber im Laufe der Zeit auch ändern, natürlich. Ja, also das stellt euch jetzt erstmal so vor, ganz frisch eingezogen und wir füllen das einfach nur erstmal so ein bisschen mit den Dingen aus, die wir so haben. Natürlich brauche ich erstmal eine Tür dann auch noch ins Bad. Das Zimmer ins Bad. Oh ja, das müssten doch auch diese Türen dann sein. Yo. Yo, Baby. So, da oben. Ich glaube, ich mache die Wand nochmal raus, oder? Also das hier ist dann in das andere Bad. Es ist zwar immer noch ein Fenster drin, aber das macht ja nichts. Und hier, so. Genau. Und wie gesagt, die Wand mache ich nochmal raus. Die Wand. Huch. Andere Seite. Falsche Taste war das jetzt nur. So. Jetzt dann hier ein Techtelmechtel haben, kann man hier von außen zugucken. Naja, gut. Na, noch sind sie alleine zu Hause, von daher ist es nicht so schlimm. Okay, ich mache jetzt gerade hier nochmal
Tja, die Farbe mache ich noch und dann aber, glaube ich, war es das für heute, weil das, ich bin schon lange genug jetzt hier dabei. Das muss natürlich passen jetzt. Eigentlich wollte ich ja was Grünes machen. Boah, furchtbar. Das könnte ich mir belegen. Das wäre mal was anderes. Was, das hellere oder das dunklere? Ich glaube, ich nehme das. Ja, doch, ich nehme das. Alles übernommen. Oben natürlich nochmal. Mhm. Kann man hier reingucken? Man kann schon so ein bisschen was erahnen, vor allen Dingen, wenn die offen haben. Man kann ja total super gut reingucken. So, das war erstmal so ein bisschen der Baumodus von unserem neuen, Häuschen. Ich finde es aber jetzt schon auch ein bisschen schnucklig. Ich weiß noch nicht, der Inhalt, wie das so noch weiterhin wird. Werde ich schauen. Das kommt dann, denke ich, auch nach und nach. Werden wir das anbauen. Es fehlt auf jeden Fall noch das Bad. Und ein bisschen, ja, das Wohnzimmer wohnliche zu machen. Also die beiden Bäder, die werden wir aber auf jeden Fall noch machen. Aber ich sage jetzt erstmal Tschüss und Goodbye und bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl.